Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende bei der Formel 1 2020 MyTeam-Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Ungarn und haben wieder einiges zu tun. Wir haben den 20. Juli und am 24. Juli sollen zwei unserer Komponenten ankommen. Ich gucke gerade nochmal, welche das waren. Das war bei der Aerodynamik hier der Frontabtrieb, die dritte Flügelklappen und beim Chassis die verbesserten Energiespeicher. Denn ich hoffe, die kommen an, weil nur dann haben wir auch wieder einen freien Platz und können dann weiter forschen. Bevor wir das aber überprüfen, werden wir erstmal natürlich ein paar Aktivitäten planen. Wir haben ganze 9 Tage, glaube ich, Zeit bis zum Grand Prix-Wochenende und wir haben tolle Möglichkeiten dieses Mal. Was wir auf jeden Fall machen, ist der Teamaufbau hier. Da bekommen wir 10% Moralbonus auf jede Abteilung und das kostet auch nur $10.000. Und wenn wir dann weiter forschen wollen, dann ist es super wichtig. Von daher machen wir das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein Sponsoren-Event, wo wir Teamanerkennung dazu bekommen. Das brauchen wir jetzt aktuell gar nicht so arg, weil wir ja da 5 Tage dafür verbrauchen müssten. Und wir haben schon Team Level 10 erreicht. Das heißt, wir wählen auch gleich den dritten Nebensponsor. Was wir dann lieber machen sollten, ist beispielsweise das hier für die Fahreranerkennung. Das ist sicherlich nicht schlecht. Und dann sollten wir uns überlegen, ob wir hier Simulator-Training oder Rennsimulationen machen für unseren zweiten Fahrer. Für Mick Schumacher hier Erfahrung und Aufmerksamkeit. Da bekommt ein Bonus, dann machen wir das doch. Und dann haben wir noch 3 Tage übrig. So, dann sollten wir vielleicht, dann machen wir vielleicht die Sponsorenwerbung noch dazu, weil dann haben wir jetzt, hier würden wir nochmal was für Mick machen. Naja, dann bleibt ein Tag ein bisschen ungenutzt, das ist auch schade. Das können wir jetzt nicht mehr machen, von daher würde ich sagen, machen wir die Sponsorenwerbung, da bekommen wir wieder ein bisschen Geld zurück und ein bisschen Teamanerkennung schadet auch nicht, auch wenn wir da jetzt schon Level 10 erreicht haben. Ja, damit sind die Aktivitäten, glaube ich, ganz gut geplant und wir können uns jetzt dem dritten Nebensponsor wählen. Und da hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, welche zwei mir da ins Auge gefallen sind. Nämlich Alkings Energy, weil wir hier ein Wochenende abschließen müssen, ohne mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren. Das schaffen wir zwar nicht immer, aber ich denke, das ist schon realistisch, weil das ist auf jeden Fall nicht unser Ziel. Und es ist nicht performancebezogen, sondern im Prinzip nur aufmerksamkeitsbezogen. Und ich glaube, das ist gut und der Zielbonus ist sehr, sehr hoch. Also ich denke, das ist keine schlechte Idee. Auf der anderen Seite gibt es auch noch, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. Ja, alternativ haben wir hier noch Sunburst, schließe ein sauberes Rennen ab. Das ist sogar mit einem bisschen höheren Zielbonus verbunden und mit einem etwas geringeren wöchentlichen Einkommen. Allerdings weiß ich jetzt da auch nicht, was ein sauberes Rennen in dem Sinne ist. Vielleicht ohne Verwarnungen, vielleicht auch ohne Kollisionen. Und da das beides umfasst, würde ich vielleicht eher auf Alkins Energy gehen. Ich habe das Gefühl, das schaffen wir eher. Ich glaube, um Fahrzeugkollisionen herumkommen sollten wir. Ich meine, die Startphasen sind natürlich immer knapp, aber wir probieren das einfach mal und schauen mal, wie sensibel der Sponsor dann reagiert. Und wenn wir es irgendwie nie schaffen, naja, dann werden wir einfach dann den Sponsor wieder wechseln beim nächsten Mal. Ja, und irgendwie habe ich mitbekommen, dass unsere Sponsor-Lackierungen bzw. Sticker alle irgendwie weg waren, bzw. alle außer der Hauptsponsor. Ich glaube, immer wenn die abgelaufen waren und ich nicht direkt auf Erneuern gedrückt habe, sondern neu wählen, hat es, glaube ich, die Sticker weggemacht und ich habe das irgendwie gar nicht bemerkt, muss ich zugeben, im Rennen. Jetzt habe ich auf jeden Fall einfach mal jede einzelne Position des Autos mit Stickern versehen. Hauptsächlich natürlich mit unserem Hauptsponsor Distort. Entweder in grün, weiß oder in schwarz, wenn es am besten gepasst hat. Zum Beispiel hinten auf dem Flügel in schwarz. Jetzt sind wir ein bisschen besser beschrieben, haben auch gleich die Trophäe bekommen. Zeigflagge, damit wir unsere Sponsoren auch etwas besser repräsentieren. Und wer weiß, vielleicht zahlen sie jetzt auch mehr Geld. Nein, ich glaube das leider nicht. Aber auf jeden Fall sehen wir jetzt nochmal ein bisschen beschriebener aus hier an der Stelle. Ja, wir sollten auch noch einen Blick werfen auf die Rivalität. Wir haben noch 3 Rennen, die in die Bewertung eingehen. Und wir haben Gleichstand aktuell mit Pierre Gasly, beide 18 Punkte. Da bin ich mal gespannt, wie wir die nächsten 3 Rennen abschneiden werden und ob wir hier als Sieger da aus dem Rivalenkampf herausgehen. Das würde für uns auf jeden Fall, glaube ich, einen Boost von 1100 Punkten in der Fahreranerkennung bedeuten. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Außerdem habe ich gerade seit vielen Rennen mal wieder auf die Fahrerboni geguckt und ich habe gesehen, wir können jetzt hier beispielsweise das Entwicklungsfeedback auch noch anpassen und für nur $540.000. Ich glaube, das ist echt wenig Geld im Vergleich zu dem, was die einzelnen Abteilungen kosten, können wir unser Ressourcenpunkteinkommen erhöhen. Und da würde ich sagen, das machen wir direkt. $540.000, das ist echt ein fairer Preis für das. Ja, außerdem haben wir hier so ein kleines Problem mit unserem Teilen wieder mal. Also den Verbrennungsmotor hier, 61% Abnutzung, den müssen wir auf jeden Fall wechseln. Auch hier diese kinetische Motoreinheit, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch ein Rennen aushalten. Ich bin mir unschlüssig, ob wir das lassen. Wir können es ja mal lassen. Also solange es keine 60% erreicht hat, können wir es vielleicht mal noch ausprobieren und dann wechseln wir es im übernächsten Rennen. Allerdings haben wir hier ein kleines Problem mit der Steuerelektronik. Ja, wir haben da schon 50% Abnutzung erreicht und wenn wir das dritte nutzen wollen, dann bekommen wir wohl eine Strafe im Grid. Und die Frage ist, ob wir die jetzt haben wollen in Ungarn oder dann in Spa. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, was mir lieber ist. Also vielleicht würde ich es jetzt mal riskieren und gucken, was passiert, wenn die Steuerelektronik einen kritischen Wert erreicht und was dann überhaupt ausfällt. Das weiß ich nämlich aktuell auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, können wir weiterspulen und zwar bis zum 24. Juli. Dann haben wir nämlich wieder Platz, um was zu erforschen. Aktuell zwar nicht genügend Punkte, aber zumindest können wir gucken, ob die Teile angekommen sind. Schauen wir mal, das Triebwerk wurde ja verbessert, unsere Abteilung. Teamaufbauseminar haben wir jetzt hinter uns. Wenn wir mehr Anerkennung bekommen. Ja, schade, schade. Man hat es kurz aufleuchten sehen. Wieder ein Teil ist nicht angekommen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da echt ein bisschen Pech, was das angeht. Und zwar das Chassis-Teil. Wir brauchen jetzt da aber nur, gut, das war nur ein kleines Update, nicht so schlimm. Da brauchen wir nur 300 Ressourcenpunkte. Dann werden wir das direkt gleich machen. Und ja, wobei, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht werden wir auch unsere Ressourcenpunkte dazu gewinnen und dann haben wir hier die Möglichkeit. Naja, gut, ich meine, wir können eh nur kleine Sachen machen. Von daher müssen wir das jetzt an der Stelle machen. Führt leider kein Weg dran vorbei. Müssen wir noch bis zum 3. August warten. Schade, in der Chassisabteilung liegen wir jetzt leider sehr, sehr weit zurück. Ja, wir haben noch 2,6 Millionen Dollar übrig und wir könnten uns auch mal überlegen, ob wir die in die Personalabteilung stecken. Wir können entweder den Tempowert erhöhen oder die Rennkunst und Aufmerksamkeit oder den Erfahrungswert. Und da Mick Schumacher hauptsächlich die Erfahrung fehlt, wäre das hier durchaus sinnvoll, zumal das auch das günstigste ist von allen. Allerdings haben wir gerade so über 2 Millionen und immer wenn wir 2 Millionen haben, denke ich, lohnt sich fast mehr, wenn wir eine der Abteilungen upgraden. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach mal beim Triebwerk und nehmen die Fehlschlagsrate von Upgrades oder eben mal die Anzahl simultaner Upgrades. Ich weiß aber nicht, ob wir da genügend Ressourcenpunkte bekommen. Das macht nur dann Sinn, wenn wir wirklich immer große Updates haben. Vielleicht, aber da das nicht immer der Fall ist, würde ich sagen, wir reduzieren die Fehlschlagsrate. Kostet 2 Millionen, kommt am 4. August an und dann schauen wir mal, wie sich das dann auswirkt, ob wir dann immer noch so viel Pech haben werden. Oh, und das ist hier ein bisschen ungewöhnlich für Ungarn, dass wir hier gar keinen Sonnenschein haben. Schon im Qualifying soll es irgendwie bedeckt sein und im Rennen dann durchgängig regnen. Oh, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, wir hatten jetzt eigentlich genug Regenrennen, aber an sich bin ich darüber eigentlich ganz froh, weil wir haben gesehen, dass unsere Pace im Regen gar nicht so schlecht ist. Wir haben das bisher immer gut gemeistert. Von daher bin ich mal gespannt, was das für das Rennen dann bedeuten wird. Ja, wir stehen kurz vor dem Qualifying. Im Training war es gar nicht so leicht, die Ziele zu erreichen. Auf Schwierigkeitsstufe 98. Ich bin jetzt dann runtergegangen auf 96. Ich hoffe, das ist dann realistisch. Wir waren auch etwas langsamer als Mick Schumacher. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die Strecke liegt mir weniger als der KI. Schauen wir mal, wie das dann gleich im Qualifying und Rennen ausschauen wird. Jetzt kümmern wir uns nochmal um den Ressourcenbaum und das ist leider ein bisschen unglücklich, obwohl wir fast alles außer die Qualifying, das Qualifying-Tempo geschafft haben im Training. Haben wir jetzt 1147 Ressourcenpunkte, um jetzt hier bei Aerodynamik weitermachen zu können mit dem großen Update, brauchen wir jetzt 1150, also super knapp. Ja gut, dann werden wir halt ein kleines Update machen. Dann würde ich aber eher in die Strapazierfähigkeit switchen, weil wir ja da doch irgendwie Probleme haben. Man sieht es ja an den Teilen, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Gridstrafe auch in Anspruch nehmen werden. Mal gucken. Von daher würde ich mal hier sagen, wir nehmen entweder die Steuerelektronik oder den Energiespeicher. In dem Fall würde ich jetzt eher mal die Elektronik nehmen und dann hoffen wir, dass das dann ankommt am 1.9. Genau, perfekt. Was mir hier gerade beim Leistungsvergleich auffällt, ist, dass Racing Point wohl Red Bull überholt hat. Ich bin mal gespannt, ob sich das in der Pace im Rennen auch zeigen wird. Also wirklich respektable Leistung hier von den Rosanen. Ja, schauen wir mal. Wir sind weiterhin natürlich Vorletzter, sind ganz nah dran an Alfa Tauri und an Alfa Romeo. Aber mit der aktuellen Entwicklung, ja, wird es noch ein bisschen dauern, bis wir da nochmal einen Sprung machen. Ich denke, in dieser Saison werden wir dann nicht mehr großartig weit vorkommen. Ja, und da wir so oder so noch einen Wechsel in der Steuerelektronik machen müssen und ich gerade gesagt habe, dass wir hier in Ungarn scheinbar nicht so gut sind, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier den Wechsel und dann werden wir im Grid zurückversetzt werden. Ja, das wird einfach hin und wieder mal passieren, wenn unsere Strapazierfähigkeit noch nicht so perfekt ist. Wir machen das jetzt und an der Stelle würde ich auch sagen,
Ja, wechseln wir auch hier die Einheiten. Ich meine, hier haben wir ja noch ein bisschen auch was gut. Das heißt, wir gehen hier auf die dritte und hier auf die dritte Einheit. Und dann sind wir relativ gut ausgestattet für das Rennen mit wenig Abnutzung. Aber wir müssen es wahrscheinlich dann von hinten aufrollen. Außer wir werden eine Riesenüberraschung im Qualifying erleben. Ja, und die erste fliegende Runde im Qualifying, eine 1:17,7. Damit sind wir erstmal langsamer als George Russell. Vielleicht können wir uns aber noch ein bisschen verbessern. Ja, mit der zweiten Runde waren wir jetzt etwas schneller nochmal und sind jetzt vor den beiden Williams. Aber ich glaube, wir haben keine Chance, irgendwie in die Top 10 zu fahren und unserer 10-Plätze-Gridstrafe irgendwie entgegenzuwirken. Die KI ist einfach super stark, oder ich bin hier super schlecht, ich weiß es nicht, aber. Ja, okay, das war auch nicht gut gefahren. Ich glaube, wir werden uns hier auch nicht mehr verbessern. Trotzdem fahre ich nochmal diesen Reifensatz jetzt hier an und dann schauen wir mal. Ja, enttäuschende Performance. Uns fehlt über eine halbe Sekunde auf Mick Schumacher. Für ihn bin ich aber froh, dass er da relativ weit vorne ist aktuell. Schauen wir mal, ob der vielleicht sogar in Q2 kommt. Ja, bei uns, was soll ich sagen, irgendwie sind wir nicht schnell. Aber das ist okay, wir starten da von ganz hinten und vielleicht haben wir im Regen eine Chance, vorzukommen. Okay, auch Schumacher wurde noch verdrängt aus Q1, also sogar die Alphas fahren hier in 1:16,3. Das ist über eine Sekunde schneller, als ich es jetzt gerade geschafft habe. Ich könnte vielleicht noch 2, 3, 4 Zehntel schneller, aber mehr nicht. Also irgendwie, die Strecke liegt uns überhaupt nicht. Aber gut, schwank drüber, schauen wir mal, was uns im Rennen dann erwartet. Es ist Renntag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel-1-Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Der Ungaroring besteht aus 14 Kurven. 6-mal geht es links und 8-mal rechts herum. Die Kurven sind insgesamt recht tückisch und die regnerischen Bedingungen heute sind auch nicht gerade hilfreich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein, wenn nicht gar zwei Safety-Car-Phasen im Rennen erleben werden. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Sie spüren doch sicherlich gerade den Druck und dass es um alles geht, Stefan, oder? Was meinst du? Hier besteht zwar noch immer eine Chance auf den Titel, aber ein Fehler könnte alles verderben. Es gibt natürlich nie eine gute Zeit, um Fehler zu machen. Aber wenn es passiert, dann will man ganz bestimmt nicht, dass es während einer so kritischen Phase der Saison geschieht. Hoffen wir, dass der Titel so gewonnen wird, wie es sich gehört. Auf der Piste. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Vettel, Leclerc, Max Verstappen und Albon, Perez, Sainz, Stroll und Daniel Ricciardo, Norris, Kwiat, Romain Grosjean und Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen, Esteban Ocon und Pierre Gasly. Schumacher, Russell, Latifi und Ali. Ja, wir haben gerade die Startaufstellung gesehen. Keine großen Überraschungen, außer dass Racing Point trotz der guten Leistung nicht so weit vorne steht. Ferrari mit einem guten Qualifying auf Platz 3 und 4. Und Bottas hat die Pole Position. Da bin ich mal gespannt, ob der vielleicht jetzt an Lewis Hamilton vorbeigehen kann in der WM sogar. Ja, und ansonsten ist Gasly zum Glück nur auf Platz 18. Nicht so gut wie der Teamkollege Kwiat auf Platz 12. Aber ich glaube nicht, dass wir heute eine Chance haben, an den Alpha Tauris vorbeizugehen. Ich glaube, auch im Regen wird unsere Pace nicht besser sein als im Rennen, als im Trockenen, meine ich natürlich. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden dem Feld nicht zu sehr hinterherfahren und zumindest die Williams schlagen können, aber zu viel mehr wird es heute wahrscheinlich nicht drin sein. Ich schätze, dass Mick Schumacher unser größter Konkurrent heute sein wird. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall hinsichtlich der Strategie die Einstopp-Strategie wählen. Das, denke ich, ist zweifelsohne die beste Variante. Möglichst lange in den Intermediates fahren, es wird sowieso das ganze Rennen regnen. Alles klar, dann geht's jetzt gleich los. So, und wir nehmen die Startposition ein in Ungarn. Leichter Regen, wahrscheinlich das ganze Rennen und wir starten von ganz hinten. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen guten Start haben werden und vielleicht 1, 2, 3 Positionen gewinnen könnten. Das wäre essentiell. Aber viel weiter vorwärts wird wahrscheinlich nicht gehen. Jetzt aber aufpassen für den Start. Die 5 roten Lichter gehen an. Kommen wir hier gut weg. Sehr rutschig die Fahrbahn.
Haben wir genügend Temperatur in den Reifen? Wir können zumindest links vielleicht uns neben das Feld setzen. Mal schauen. Boah, da wird es hier ganz eng und Ocon macht dazu auf uns. Richtig knapp hier die Situation. Ich wollte unbedingt hier auf diese Außenbahn, weil einfach mehr Platz ist. Und dadurch haben wir jetzt auch ein paar Plätze gewonnen, so wie es ausschaut. Jetzt wird es nochmal ganz eng mit unserem Konkurrenten, mit Gasly, mit unserem Rivalen, meine ich. Oh ja, hier ist ganz schön rutschig. Gasly kommt besser raus. Rad an Rad hier und jetzt muss ich Gasly vorlassen. Das war dann doch zu eng. Und Schumacher ist sehr weit vorne. Wo ist der denn? Richtig knapp hier und wir können vielleicht wieder neben Gasly kommen. Hier ist es ganz eng, leichter Kontakt. Aber wir sind erstmal vor Pierre Gasly. Sehr schwierig, die Anfangsphase sich hier zu sortieren. Boah, da wird es richtig rutschig in der schnellen Kurve. Wir sind jetzt ganz nah dran an Ocon. Können wir hier vielleicht sogar außen die Chance bekommen, für die letzte Kurve uns neben hinzusetzen? Und das funktioniert. Ja, irgendwie sind die jetzt hier in der Anfangsphase noch nicht so schnell. Und wir haben mit ERS vielleicht sogar die Chance, Magnussen anzugreifen, aber der ist schon noch weit vorne. Bremst aber super früh. Ja, okay, wir bremsen super spät. Das war sehr knapp. Harakiri-Manöver und wir sind vorbei an Magnussen. Das war eine Startphase. Und damit haben wir die Startphase überlebt und die ist es wirklich besser vonstatten gegangen, als ich es vermutet hatte. Wir können hier einigermaßen dem Feld folgen. Das könnte auch daran liegen, dass ganz vorne ein Alpha Tauri fährt und nicht weit dahinter Mick Schumacher auf Platz 14 ist. Der vor den beiden Alphas hat er auch einen super Start, wie wir im Prinzip auch. Die Frage ist, ob wir jetzt hier langfristig das Tempo mitgehen können oder ob wir dann von hinten zu viel Druck bekommen. Wir werden sehen. Wir sind jetzt ganz nah dran an Giovinazzi. Können wir vielleicht auf Startziel versuchen, an ihm vorbeizugehen? Wir haben auch 100% ERS. Nicht so gut rausbeschleunigt, aber er verliert auch ganz schön viel Zeit nach vorne. Wollen wir hier das mutige Manöver probieren? Wir stechen nach innen. Sind jetzt neben ihm. Er kann besser rausbeschleunigen. Super krasser Zweikampf. Und da gehen wir innen durch und haben uns jetzt geschickt vor Giovinazzi positioniert und wir sind vorbei am ersten Alpha. Sehr hartes Manöver. Ja, ein kleines Update, was die vorderen Positionen betrifft. Ich dachte, es ist Schumacher auf 14, aber Schumacher ist auf Platz 12. Der führt hier diese kleine Gruppe an und deshalb geht es hier auch nicht schneller weiter. Ich fürchte auch, dass die anderen Fahrer nur deshalb aktuell so langsam sind, weil sie quasi hier in diesem Zug sind. Wobei wir uns schon immer ein bisschen freifahren können, sobald wir mal einen Fahrer überholt haben. Ja, keine Ahnung, wie unser Pace im Vergleich zu den anderen ist. Ja, nach 7 Runden haben wir leider aber ein anderes Problem. Die Reifenabnutzung ist jetzt schon bei 17% vorne links und wir wollten ja eigentlich bis zur Rennhälfte aushalten. Ja, das wird auf jeden Fall nicht klappen. Wir müssen wohl auf jeden Fall eine Zwei-Stopp-Strategie machen. Schauen wir mal, wie lange wir mit den Reifen aushalten werden. Jetzt sind wir nah dran an Raikkonen, wie in der vorigen Runde. Diesmal vielleicht ein bisschen näher, wenn wir hier gut rauskommen. Und das sieht gut aus. Dann haben wir mit ERS jetzt die Chance, an ihm vorbeizugehen und den zweiten Alpha zu schnappen. Ich glaube, das müssen wir versuchen. Aber da haben wir fast zu spät gebremst. Der wird da innen wieder durchstechen. Gutes Manöver von Raikkonen. Wir haben aber jetzt ERS hier wieder aktiviert und können vielleicht innen bleiben. Oh ja, da quietschen die Reifen. Auf der letzten Rille gebremst und wir sind vorbei in Raikkonen. Puh, wir pflügen langsam so ein bisschen durchs Feld hier. Wir sind wieder im Regen super stark unterwegs. Das wundert mich, selbst dass das hier jetzt in Ungarn klappt, wo wir jetzt richtig schlecht waren im Qualifying. Ich bin mal gespannt, wie die anderen so mit dem Reifenmanagement hier umgehen.
Und ich möchte auch hier jetzt schon versuchen, quer anzugreifen. Falls wir nämlich einen Stop mehr machen müssen als die anderen, dann müssen wir schnell hier vorbeikommen. Wir haben auch super viel Sprit dabei. Das heißt, wir können eigentlich probieren immer die Leute anzugreifen mit vollem Karacho sozusagen, mit vollem Sprit. Und wir sind jetzt hier vorbei an Quert. Ich dachte nicht, dass es schon reicht, ehrlich gesagt, aber er hat uns da viel Platz gelassen. Und ich werde jetzt das Spritgemisch mal auf Fett lassen, weil wir da einfach viel zu viel mitgenommen haben. Haben nicht bedacht, dass es regnet. Wir können jetzt hier ziemlich viel einsetzen, um die Führung zu übernehmen in diesem kleinen Feld hier in der Mitte. Nächste Runde und schon sind wir am nächsten dran, an Romain Grosjean. Ja, aber er ist schon noch weit weg. Können wir trotzdem mit ERS und mit dem fetten Benzingemisch wieder einen Angriff starten? Ja, das funktioniert ja eigentlich nicht so schlecht. Sind wir nebendran? Und wir haben es auch geschafft, an Grosjean vorbeizukommen. Jetzt haben wir nur noch Mick Schumacher vor uns und danach haben wir theoretisch freie Fahrt und können das ausnutzen, falls unsere Reifen wirklich nicht bis zur Rennhälfte aushalten werden. Ja, Mick, bisher starkes Rennen, aber bitte steh uns jetzt nicht im Weg. Wir müssen nämlich an dir vorbei. Wir sind auf einer anderen Mission. Aber der kommt hier gut raus. Vielleicht haben wir in der zweiten DRS-Zone die Chance anzugreifen. Hier wird es wahrscheinlich nicht reichen. Hier auch noch nicht. Vielleicht dann in der nächsten Runde. Jetzt sind wir ganz nah dran an Mick Schumacher. Schon hier. Der beschleunigt hier gut raus. Wir dürfen nicht zu früh auf das ERS setzen, sonst verlieren wir das Auto. Aber jetzt müssen wir eigentlich an ihm vorbeikommen. Wehrt es sich da nochmal? Wir haben einen leichten Quersteher und müssen nochmal auf das ERS setzen. Und jetzt sind wir vorbei an Mick Schumacher und damit haben wir jetzt freie Fahrt und können mal schauen, was in unserem Alibaba Racing Boliden drin steckt. Ja, wir konnten uns gut absetzen von Schumacher und sind auch sehr nah jetzt dran gekommen an Lando Norris. Also wir haben echt eine gute Pace im Regen. Allerdings zu Lasten unserer Reifen und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch sparen kann. Ich versuche ja schon, früh aufs Gas zu gehen und den Wagen nicht ausbrechen zu lassen. Aber gegen die Vorderreifen, naja, da kann man fast nichts tun, würde ich sagen. Außer langsamere Kurvengeschwindigkeiten und dann haben wir wiederum überhaupt gar keine Pace. Also sehr schwierig. Wir werden wahrscheinlich nicht bis zur Rennhälfte aushalten. Ich versuche es aber, die Reifen noch so lang wie möglich zu ziehen. Ja, wir sind jetzt schon ganz nah dran an Norris. Können wir gleich hier vorbeigehen? Wir versuchen es mal, schauen nach innen. Treffen den Scheitelpunkt auch ganz gut. Hier vorsichtig raus beschleunigen und dann haben wir es geschafft und wir sind an Lando Norris vorbei. Wir haben wirklich eine unglaublich gute Pace. Ich sorge mich nur sehr um die Reifen. Ja. 59% Abnutzung bei Trockenreifen wäre ich jetzt schon längst an die Box gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Intermediates halten unter diesen Bedingungen. Lando Norris ist gerade ausgeschieden. Ich glaube, er ist einfach ausgerollt. Er hatte dann technischen Defekt, da war direkt die gelbe Flagge an. Damit haben wir jetzt wieder einen größeren Puffer nach hinten. Die Frage ist, vielleicht können wir dadurch auch einen Stop mehr machen im Notfall. Aber ich möchte jetzt trotzdem versuchen, so lange wie möglich auf diesen Reifen zu fahren. Be careful. The tires have deteriorated significantly at this point. Ja, Jeff gibt jetzt schon Bescheid, dass unsere Reifen ziemlich am Arsch sind, sozusagen. 70%, das habe ich noch nie gesehen bisher in diesem Spiel. Und bei Trockenreifen wäre das auch nicht zu fahren, nicht fahrbar. Ist aber immer noch keiner in der Box, glaube ich. Wir merken jetzt die ersten Anzeichen. Es ist wirklich gering. Es ist ganz normal. Der Regen ist natürlich schwierig zu fahren und die Reifenabnutzung macht es gar nicht so viel schwieriger. Und in diese Runde werden wir reinkommen, so wie wahrscheinlich alle. Es war einfach noch niemand in der Box bisher. Und
Ich denke, das war dann doch ein erfolgreicher erster Stint. Wir sind super schnell, haben jetzt schon 20 Sekunden Vorsprung auf Schumacher und sind bald dran an den Punkten, denn Ricciardo ist auch nur noch 6 Sekunden vor uns und wir haben eine wahnsinnig gute Pace. Ich hätte es mir nicht erträumt vor diesem Rennen, aber wir haben einfach die Chance, in die Punkte zu fahren heute. So, und jetzt geht's in die Box. Schauen wir mal, ob das alle machen. Die meisten werden reingehen. Ricciardo scheint noch nicht drin zu sein, aber davor die Leute. Wir haben es nur einmal geübt im Training, die Boxeneinfahrt, und da war es natürlich trocken. Ich denke, das war gut. Haben das Ganze gut gemacht und jetzt schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wir haben auch noch genug Benzin dabei, um ein bisschen pushen zu können. Vor uns jetzt... Ach doch, Ricciardo war doch drin. Da hast du es gerade falsch angezeigt. Wo bleibt die Uhr bei uns stehen? 3,1, das ist nicht so gut. Aber egal, wir werden die Zeit auf der Strecke hoffentlich wieder gut machen. Und wir kommen direkt vor Schumacher raus. Das ist gut. Dann werden wir jetzt nicht durch den Verkehr aufgehalten. Und wir hätten theoretisch auch noch, wenn wir das Rennen als Kampf gegen ihn betrachten, einen Pitstop frei. 3,9 Seconds. Okay, ich nehme alles zurück. Die Pace mit frischen Intermediates ist doch deutlich besser als mit den angefahrenen. Unsere schnelle Runde war jetzt mal kurz 2 Sekunden schneller als unsere bisherige schnellste Runde. Mal gucken, wann wir vielleicht Ricciardo einholen werden. So, wir laufen auf das erste Überrundungsmanöver auf Latifi. Wir sind hinter ihm gestartet und haben jetzt nach 40 Runden ihn schon überrundet. Sehr gute Pace von uns, wie gesagt, heute. Mal schauen, ob wir an Ricciardo rankommen. Und wir fahren hier die schnellste Runde. Das ist jetzt eine riesen Überraschung. Wo kam das denn jetzt her? Das war eine Runde, die hat fast perfekt gepasst. Mit fettem Benzingemisch und richtigem ERS-Einsatz. Und jetzt sind wir auch schon sehr nah dran an Ricciardo. Schnellste Rennrunde. Was ist denn hier los? Jetzt im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, dass ich die Schwierigkeit wieder ein bisschen nach unten gesetzt habe. Hier für den Umgang kommt die auf 96. Aber im Qualifying hat ja alles danach ausgesehen, von daher werfe ich mir das jetzt mal nicht vor. Ja, der Regen ist jetzt nochmal etwas stärker geworden, glaube ich. Wir sind wiederum nah dran an Ricciardo, aber glaube ich können den Angriff noch nicht setzen. Es fällt sich gerade ein bisschen schwieriger, einfach hier hinter Ricciardo und in dem stärkeren Regen jetzt. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal an die Box kommen müssen. Sind jetzt ganz nah dran an Ricciardo, hier mit dem Quersteher beim Rausbeschleunigen. Kommen wir gut raus aus der letzten Kurve. Es sieht ganz gut aus. Mit ERS. Dasselbe Manöver wie gegen die anderen Fahrer bisher. Und wir sind vorbei an Ricciardo. Und damit auf einem Punkteplatz. Unglaublich. Jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen besser, nachdem die Gischt nicht mehr so stark ist. Schauen wir mal, ob wir diesen Platz bis ans Ende halten können. Ja, das war gerade ein kleiner Schreckmoment. Wir sind nämlich fast dran an Stroll und haben jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Und jetzt muss ich erstmal wieder die Linie finden. Eieiei, ich dachte schon, wir kommen jetzt problemlos auf Platz 9 und jetzt muss ich erstmal hier wieder reinkommen. Irgendwas scheint jetzt nicht zu stimmen mit dem Auto. Vielleicht ist es auch einfach das Gras, das jetzt wieder runter muss von den Reifen. Ärgerlich. Aber wir sind noch komfortabel auf einem Punkteplatz. Eieiei, was ist denn jetzt los? Ich glaube, die Reifen sind immer noch etwas schmutzig. Ich muss jetzt hier also vorsichtig die nächsten 1-2 Runden fahren. Stroll scheint jetzt wohl auch Reifenprobleme zu haben. Unsere Runden sind nicht gut und wir kommen trotzdem an ihn ran. Können wir hier vielleicht angreifen? Mit vollem ERS und unserem fetten Benzingemisch. Noch nicht.
Ja, zwei Runden später sind wir in der besten Ausgangsposition, um Stroll anzugreifen. Versuchen hier viel Schwung mitzunehmen. Reicht es jetzt für den Angriff und doch noch Platz 9? Wir versuchen es auf jeden Fall. Stechen nach innen an unserer Lieblingsüberholstelle. Da haben wir, glaube ich, 8-9 Autos überholt. Und so auch mit Stroll. Unglaublich. Wir sind auf Platz 9 und haben jetzt freie Fahrt, solange wir uns nicht wieder überholen lassen. So, und damit geht es in die letzte Kurve und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind vor Stroll geblieben, haben den Vorsprung noch ausgebaut. Bottas gewinnt währenddessen und wir haben einen klasse 9. Platz. Hätte ich niemals erwartet. Race over. Take care of the car on the way in. Das war eine Leistung, auf die unsere Sieger des großen Preises von Ungarn eindeutig stolz sein können. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, und damit haben wir hier das Regenchaos gemeistert und wir sind einfach nur 9. Ich finde das unglaublich. 2 weitere Punkte auf unserem Konto. Die schnellste Runde haben wir natürlich nicht behalten. Bottas mit 1:30.0 richtig schnell unterwegs. Der hat das Rennen halt wirklich dominiert. Vielleicht lag es auch daran, dass Hamilton wohl hinter Vettel festgehangen ist. Also der hat da irgendwie sich auf Platz 2 positioniert. Klasse Rennen also auch von Vettel und damit übernimmt Bottas auch die Führung in der Weltmeisterschaft. Ja, Leclerc hat ein paar Plätze eingebüßt und ansonsten gab es keine großen Bewegungen, außer hinten Mick Schumacher mit 6 Plätzen nach vorne. Der hat am Ende den 13. Platz gehalten, hat nur Grosjean nach dem Boxenstopp direkt vorbeigelassen. Den Rest hat er hinter sich gehalten. Wirklich klasse Leistung vor beiden Alfa Tauri, vor beiden Alfa Romeo, vor Ocon, der gar nicht klar kam heute. Also wirklich super starkes Ergebnis von Mick Schumacher. Das verspricht doch viel. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft so weiterzeichnet. Wie sieht die Rangliste jetzt aus? Wie gesagt, Bottas ist jetzt vorbei an Hamilton und wir konnten durch unsere 2 Punkte sogar wieder an Esteban Ocon vorbeikommen. Das heißt, wir sind hier auf einem Niveau mit den Renaults. Das ist eine richtig klasse Sache und Mick Schumacher mit seiner guten Positionierung ist zumindest an beiden Williams vorbei. 13. Platz, aber Giovinazzi und Raikkonen waren schon mal wohl 11. oder 12. Darum sind die vor den beiden. Gasly übrigens immer noch mit keinen Punkten, also Alfa Tauri wirklich mit einer schlechten Saison bisher. Man sieht es auch bei der Konstrukteursrangliste, da hat sich nichts verändert. Wir sind auch weiter komfortabel auf Platz 7. Ja, überraschendes Rennen in Ungarn. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Punkteplatz. Von daher super zufriedenstellend. Schauen wir mal, ob sich die gute Form weiter fortzeichnen kann im nächsten Rennen dann. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Macht's gut. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.